Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fizzabies Infinity Evolved. Mit dabei der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Oh, mein Mikro ist ganz weit weg. Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Hallo. Wenn wir jetzt wieder neu angefangen hätten, ne? Ja. Ja, das ist jetzt der zweite Take, weil ich die Musik viel zu laut hatte. Naja, okay, cool. Kennst du eigentlich schon meinen neuen Bodyguard? Deinen neuen Bodyguard? Wow. Wow, die Latzhose kam mir bekannt vor. Zeig mir den mal draußen. Ja, ich muss mal erst in den Elevator treffen. Wo bist du? Ist da lang geflogen? Ja, ich... Mein neuer Bodyguard. Hi. Hi. Ey, das ist hallo, meine... falsche Richtung, hallo, aua. Ja, warum soll der mich auch angreifen, ne? Das sehe ich mir auch bei mir. Was ist das da? Das ist der Wither Spawner. Ach, ein Wither Spawner? Ach, daher auch die 64 Wither Dingens, Gedönser, ne? Sterne, ne? Alter. Ja, die Soundmuffler sind noch drin. Infused Obsidian. Ja, das ist eigentlich gar nicht so teuer. Es sind 4 Obsidian, 4 Blaze Rod und ein Blaze Powder und ein Draconium Dust. Ah ja, okay. Kriegst du 4 Stück raus. Okay. Der ist da drin, oder was? Ja. Also das ist noch eine zweite Hülle jetzt, weil die Explosion, der Schein geht trotzdem durch. Nur der Blockschaden wird abgefangen. Willst du das mal sehen? Ich versuche gerade hier irgendwie reinzukommen. Versuch's einfach in der Seite, hier ist ja noch nicht zu. Ich habe nämlich noch ein bisschen Soul Sand gerade gefarmt. Nämlich sind hier 4 Blockplacer. Aha. Die kriegen jetzt alle mal einen halben... Ach, der hat sogar noch Soul Sand. Ja gut, aber heute so und so. Und dann müsste jetzt jeden Moment ein neuer Wizard spawnen. Na? Was sagt der Counter? Okay, Moment, irgendwas ist da gerade... Ja, das ist der Vorführeffekt. Ja. Ja, ich hab schon gefunden. Ah, so. Guck mal hier, ein Wither. Wie wird der getötet? Hier unten ist ein Grinder von Draconic Evolution. Also wo ist einer? Oh, Alter! Oh, gern geschehen. Ja, danke. wenn du unten mal schaust, das unterste Kabel. Unterste Kabel? Hä? Oh, hallo Zombie. Tschüss Zombie. Hier drüben. Ah. Da steht ein Grinder von Draconic Evolution. Mob und der, okay. Und der kann dann selbst mal ein Wizard sagen. Ja, klasse. Und da gab es jetzt natürlich auch eine Enderperle, ne? Enderperle. Ja, natürlich eine Enderperle, ne? Vom Wizard gibt es Enderperlen. Ne, weiß ja jeder. Ja, man merkt schon, du hast ein gutes Vanilla-Projekt gemacht. Ja, klar. Ich habe eine Wizard-Farm im End gemacht, damit ich Enderperlen bekomme. Alter. Gott. Ja. Nee, Dominik. Nee, auch nicht. Ja, so. Und auf jeden Fall. Aber wir sind ja eigentlich wegen was anderem hier, ne? Ja, und ganz kurz, schau mal ganz kurz rein, wie viele Netherstars es mittlerweile sind. Soll ich auch mal reingucken? Ja. Guck ich mal. Ja. Ein paar. Ja, dafür habe ich aber keine Wither-Skulls mehr. So, aber auf jeden Fall. Wir wollten heute das ME-System mal ein bisschen umändern. Oder auch bekannt als MÜ-System. Das MÜ-System? Ja, das MÜ-System. So, ich baue den schon mal ab hier. Ja. Oh. Taschenplatz sieht gut aus. Hast du, warte mal, bevor ich... Hast du irgendwo Material von AE? Wo? Irgendwo gebunkert schon? Kabel und sowas? MME. MME, ja, das war das. Ja, genau. Gut, hier. Okay, Moment. Also, ich habe hier 384 normale Kabel, Covered Cable habe ich. Moin. Und. Wie Dimlets hast du hier? Das ist ja krass. Ja, das sind um die 8000 momentan. Aber warum habe ich bei dir nur so 12 FPS, 16 FPS? Das ist ja Wahnsinn. Sind hinten die Mobs noch ran? Nein, die habe ich sogar in der Zeit schon aus. Okay. Ich verstehe es nicht. Hier ist alles aus. Aha. Das ist ja geil.
Die, die einfach nur so still stehen? Nein. Wenn du dich bewegst, dann bewegen sich die Items da drin auch mit. Die Mobs. Hey, cool. Bei mir stehen die still. Ja, nee, die drehen, die neigen sich noch. Also. Ja, ja. Ist noch viel zu früh für dich, ne? Ja, ja. Ja, für mich viel zu spät eingeschaut. Ja, ich komme aus der Nachtschicht, Junge. Wir brauchen aber noch ein paar ME-Controller, würde ich sagen, ne? ME-Controller? Ja, eventuell. Es kommt halt immer drauf an, was du machen willst. Hä? Wie? Bitte? Ich habe gestern so ziemlich alles vorbereitet. Ich habe jetzt keine Pure Fruits Crystal mehr. Okay. Komm, dann mach ich mal ganz schnell hier von AE2 Stuff die Growth Chamber. Ja, genau. Die ist gut, die ist gut. Die ist wirklich gut. Sollte ich alles. Was alles da haben? 1, 2. 1 habe ich 3 gemacht. Passt. 1. Und 2. Ja, man merkt schon, bei mir ist es noch früh am Morgen. Merkt man. Oh, der Kopf da guckt ganz grimmig. Welcher? Der vom Server? Ja. Weil direkt neben dran ist ein Portals-Portal. Ja. Wer hat denn das denn gemacht? Komisch. Wollen wir Platz? Hier, komm. Nimm noch ein paar Acceleration-Cards mit. Für den. Da kannst du nämlich noch 3 reinpacken und dann geht er richtig ab. Jo, hab ich. Sand habe ich hier. Und einmal Fluixdust. 52. So. Oh ja, ich seh's. Das ist ja geil. Bin ich auch. Fertig. Gut. Dann jetzt aber ein paar ME-Controller. Einmal so. 13 Stück, sollte reichen. Hallo. Ey. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Aber warum hast du jetzt 2 Kuchen hier stehen? Das frage ich mich auch. Ich glaube, die haben jetzt mal die braucht wieder ja ein gewisser jemanden Freitod. Ja. Ja, nicht du, keine Sorge. Nee, das war ich mit dem Portal. Und da hat sich dann auch so ein Kuchen gespawnt. Achso, mit dem Portal hast du was tun? Das weiß ich, aber den Kuchen meine ich. Okay. Da stand ein Kuchen. Der Kuchen stand da schon länger. Okay. Boah. Also. Gut. Ja, willst du hin? Also, wo willst du bauen? Auf jeden Fall wird ich das ME nicht mehr hier haben. Ich habe da was vorbereitet. Ja. Das hier. Hoch, runter. 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 Wow. Ja, schick. Cool. Dann auch schon mein neues Monstrum hier. Der neue Reaktor. Oh, da fehlt aber noch was hier. Da habe ich das. Hier die Lücke erstmal gelassen, weil hier die ganzen Power-Tabs und so weiter sind. Ja, doch, also der Raum könnte eventuell für den Anfang ausreichen. Gut, ich würde aber mal sagen, hier an die Seite packen wir das ME rein, oder? Moment, was willst du denn machen? Mal so gefragt, weil für das ME, da brauchst du ja verschiedene Sachen. Ne? Du brauchst nicht nur den Controller und dann halt noch einen Monitor und noch ein paar Festplatten, ne? Du willst ja wahrscheinlich auch noch Autocrafting machen und sowas. Autocrafting habe ich auch noch vor. Ich wollte auch wahrscheinlich erstmal hier alles reinkommen lassen. Also ich habe ja momentan fast die ganze Produktion über Enderchests laufen und lasse sie dann einfach Enderchests ins ME pumpen. Ja. Und dann hatte ich nochmal später so vorgehabt, wie heißt es jetzt? Mir fällt gar nicht mehr ein. Das ist schlecht. Ja, ich weiß. Ja, hier nur so ein paar, generell die Barren hier an der Wand lang ein paar Autocraften zu lassen. Barren? Ja, wie Electrical Steel und so weiter. Achso, Autocrafting von Ingels und Alois. Genau. Okay. Also, wie können wir da ein bisschen vorangehen? Also ich würde erstmal sagen, du brauchst jetzt hier drin erstmal im E-Controller, baust ihn in die Mitte. Ich würde das anders machen. Und zwar, im E-Controller ist es ja so, auf jeder Seite kannst du bis zu 32 Kanäle anschließen, ja? Ja. Und du willst es ja so
ja, optimal wie möglich machen, ne? Würde ich sagen. So, dann machst du das einfach hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Mitte ist. Und ich muss mein Handy gerade noch stumm schalten. Meine Fräse, warten da. Wer? Achso, nee, der nicht. Ja, okay. So, genau. Stumm. So. Erstmal die Mitte ausfinden und dann da würde ich ja so ein Rechteck oder ein Quadrat hin basteln mit ME-Controllern. Ah, dann machen wir da mal so einen Würfel. Ist das die Mitte? Ja. Nee, 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 Warte. nee, nee. Der in der Mitte bleibt frei. Der bleibt frei? Okay. Der bleibt frei, ja. Also du kannst quasi jetzt auch noch hier so einen Hollow-Kubus bauen, würde ich sagen. Kannst du machen. Ich bin out of controller. Oh, das ist gut. Ja, das macht aber nichts. Doch, das macht ein bisschen was. Weil dann müssen wir die nochmal wegmachen. Ich kann nur ein paar holen. Oder so, ja. Fluix Crystal habe ich noch. Brauchst noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Jo. Dann 30 davon schon mal. Fluxqueen? Man kann ernsthaft über. Alter, man kann sogar über Bienen schon Fluxküssel bekommen. Ja, warum nicht? Ich glaube mittlerweile alles über Bienen. Ja, klar. Bin ja froh, dass es Blümchen nicht mehr gibt. Benjamin Blümchen? Nee. Also, du bist zu jung dafür. Jasmin Wagner, glaube ich, heißt sie. Wie viele brauche ich? Sieben, ne? Jo, 7 Stück. Und ich frage mich echt, wo die ganze Vorproduktion von gestern hin ist. Jetzt sind auch schon die Prozessor alle. Wow. Das kommt mir gerade echt komisch vor, also. Da muss ich nachher mal nachschauen. Ja, solltest du. Dop, 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 dop. Will einer? Ja, genau, einer fehlt. Habe ich mich verzählt? Nee, das Eins, waren jetzt zwei, erstmal sechs, drei. die ich Ach hatte. so, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon fast an mir gezweifelt, ne? Ja, aber auch nur fast, ne? Aber nur fast. Aber nur fast. Ja, nur fast. Nur so ein bisschen. Das kann er erstmal weg. Die können weg. Das. Die Inscriber können wir eigentlich dann auch automatisieren, ne? Ja. Kann man. Da kann man auch auf AE2-Stuff zurückgreifen. Ja, ich weiß. Ja, ist ja okay. Ich hab's ja bloß gesagt. War da gerade jemand am Dampfen? Ja, bin ich schon die ganze Zeit. Gerade hat man's gut gehört. Ich weiß, ja. Ja, wenn du da die Fresse voll Dampf hast, das hört sich an, als hättest du eine Hand drin im Mund oder so. Ja, ich kenne das Gefühl. Hast du öfters Handtücher im Mund oder was? Bist du in der Schule gemobbt? Ach nee, du bist ja gar nicht mehr in der Schule. Ich dich auch. Aha. Aber um die Frage eigentlich von vorher zu beantworten, ob ich in der Schule gemobbt wurde? Ja. Was? Ja, ich wurde stark gemobbt in der Schule. Echt jetzt? Gott. Wegen dem besten Grund aller Zeiten. Ich bin in die Schule gegangen, um zu lernen. Wow. So, was machst du? So, okay. Der ist fertig. Gut. Energy Acceptor. Hast du? Ich hatte eigentlich sonst immer normalerweise den Strom sofort da angegangen, geschossen. Kannst du auch, ja, aber mit dem Energy Acceptor ist es halt eine saubere Sache, weißt Okay. Energy Acceptor. Habe ich. Gut. Ist auch Kabel und so? Stromkabel habe ich noch nicht. Warte mal, wo ist der Reaktor? Auf der anderen Seite. Du willst es wahrscheinlich hier über den Reaktor laufen lassen? Ja. Gut. Energy Acceptor, warte mal. Wie machen wir Ich das werf den jetzt? mal gerade dir zu, dann hol ich mal die Stromkabel. Hab ich den jetzt? Ja, ich hab den. Jo. Der mal Natürlich habe ich dahin. die Kabel noch nicht vorbereitet. Da habe ich jetzt. Ja, dann nehme ich jetzt erstmal die hier. Oder warte, dann nehme ich lieber doch die Conduits. Oh, vielleicht so lassen. Ja, dann muss ich auf jeden Fall später nochmal. Das habe ich total vergessen vorzubereiten. So, du könntest hier mal ein bisschen großflächiger ausheben. Weil unten drunter, unter dem Würfel, brauchen wir auch noch ein bisschen Platz.
Du hast ja so eine tolle Spitzhacke. Ja, ja. Warum ist hier Licht? Licht? Also, weil hier teilweise die Blöcke sind gefärbte Glowstones. Ah, cool. Also, ich habe hier keine einzige Fackel benutzt, es ist alles perfekt ausgeleuchtet. Wow. Suchst die gerade. Ja, ich glaube, die kannst du so nicht sehen. Tatsache, ja. Ich dachte, also da kommt dann irgendwie was im Tooltip oder so. Nö, nö, noch nicht mal. Okay. Ah, das ist ja cool, dass die auch Connected Textures haben. Mhm. Echt. Gut. Das Kabel vom Reaktor würde ich auf jeden Fall noch tiefer legen. Also, dass du quasi hier dann mal so runter gehst, so 1, 2, 3 Blöcke. Weil du hier wirklich viel Platz brauchst für deine AE2-Kabel. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, cool. Hallo. Hallo. Tschüss, Höhle. Ja, tschüss, Höhle. Warte mal, jetzt runter. Glaub, Vorsicht. In die Richtung, oder? Ja. Kannst du mir mal sagen, wenn ich ungefähr unter dem Reaktor bin? Du gehst in die falsche Richtung. Falsche Richtung? Ja. Reaktor ist in diese Richtung. Ja, ich wollte ja einfach so einen Gang machen. Also so und dann so. Hä? Ich so verstehe es gar nicht. So einen L-förmigen Gang vom Reaktor aus. Ach so, okay. Ja, dann Augenblick, dann gehe ich nochmal hoch. Na, komm. So, okay. Ich sag dir dann, wenn du hier unten bist. Guck mal, du siehst doch bestimmt meinen Nametag, oder? Ja. Ja. Da ist direkt neben dem Reaktor. Okay. Ja, genau. Wo hast du. Ah, da hast du Power Tabs. Alter, wie viele Power Tabs hast denn du da dran? Ja, ich hab da was vorbereitet. Vier Stück. hallo. 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 Danke. Danke. Ja. Ja. Ah, ich mach doch noch irgendwann PvP aus. Ah, cool. Was denn? Hä? Ach, nix. Stopp deinen Kopf. Warum habe ich jetzt noch mein Zeug? Okay. Ja. Interessant. Mhm. Auf jeden Fall. Eigentlich hätte doch ein Grab entstehen müssen, ne? Ja, das ist ja auch noch eins. Also ich sehe hier auch keins. Naja, okay, gut. Müssen wir gleich mal die Spielregeln da überprüfen. Mhm. So, Todespunkt, remove, danke. Bitte. Gut, gut. 31, kriegt es jetzt nochmal irgendwie so ein Buff, dass es wieder hoch. Ja, geht wieder hoch, okay. Gut, gut. Wieso ist eigentlich Void Junk nicht aktiv? Ein Ding. Void Junk. Ich habe es eingestellt, dass Cobblestones normalerweise, wenn ich es aufhebe, sofort gelöscht wird. Ah, okay. Okay, funktioniert aber super, das merke ich gerade. Mhm. Stimmt, ja. Ja, gut. Datze hier. Wir sind bei 18 Minuten. Wir sind bei 18 Minuten, ne? Ja, gut, dann bereiten wir noch ein bisschen was vor. Dann würde ich sagen, machen wir dann hier in der nächsten Folge weiter. Hm? Gut. Gut, wenn das, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.